Nach mehr als 25-jähriger Pause steht das Ballett Coppelia nach E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann jetzt wieder auf dem Spielplan der Wiener Volksoper. Das 1870 uraufgeführte Stück gehört zu den absoluten Höhepunkten des klassischen Balletts. Morgen ist Premiere. Das Märchenballett Coppelia erzählt von zum Leben erwachenden Puppen. Für Ballettchef Manuel Legris war es ein besonderes Anliegen, Coppelia in dieser sehr ursprünglichen Fassung wieder ins Repertoire zu nehmen. Ich denke, diese Version ist sehr speziell, sehr authentisch. Es ist so bunt und opulent. Es ist ein Geschenk für das Publikum und für unser junges Ensemble. Svanilla, die weibliche Hauptrolle, wird von der jungen österreichischen ersten Solotänzerin im Staatsballett Natascha Mayer getanzt. Svanilla ist ein sehr verspieltes, eher freches Mädchen und sie zeigt eben Franz, der sich in eine Puppe verliebt, dass er eigentlich in sie verliebt sein soll. Also sie spielt und erzählt die ganze Geschichte. Coppelia, ein märchenhaftes Ballett, in der die junge Heldin leichtfüßig, aber hartnäckig um ihre große Liebe kämpft.